London, was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Kunst. Multikulturalität. Und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine erstklassige Stadt. Erste Sahne. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Wie ist der Status? Barriere-Unsicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dorthin, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Bin drin. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davongestürmt, vielleicht. Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung würde uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dorton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klappier 2 und an die Arbeit. Da ist sie. Das tat dir mehr weh als mir. Tu uns einen Gefallen und sei leise, Dorton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? Die haben hier jede Menge DedSec-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen?
Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei Detzek hier gewesen. Shit. Du musst verflucht vorsichtig sein, Dalton. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Leck mich doch. Hier sind überall Sprengladungen. Himmel, dieser Kanister. Buckley, ist das... RDX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleich zu machen. Findest du den Zünder, Buckley? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über dir streamt. Das passt. Bin unterwegs. Rund um die Bomben haben sie Detzek-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren. Hab den Zünder gefunden. Er ist definitiv scharf. Buckley, ich werde dir Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Fuck. Ohne Buckley haben wir keine Chance. Wartet. Ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Buckley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck. Kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dalton. Oh, da werde ich drauf. Besuch an der Hintertür. Shit. Dalton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Buckley? Hängt davon ab, wie oft du mich mit Fragen nervst. Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Fuck. Sie sind da. Ich halte sie auf. Mittlerweile überall sein. Fuck! Was zum Teufel? Was Neues, Buckley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. Buckley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Ich stecke hier fest. Hab das Ziel getroffen. Hände hoch! Super! War das aber nicht geplant. Brauche Deckung. Ah.
Ein Problem, Dalton. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort. Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjagt... Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Sieh her, Bagley. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Toran-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Sabine! Oh fuck! Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Laut Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich's auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Oh, fuck. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Dalton, wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Hilf mir jemand! Ich sehe mal nach. Nachsehen. Ja. Seid ihr? Du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausender... Ganz genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg? Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Nein, nein, nein.
Neustart. Oh mein Gott. Explosionen, drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt, es wird aber davon ausgegangen. Haben sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt in der Downing Street, bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Londons übertragen wurde. Cass schwor, Dad's Acting festzumachen. Die Terrorgruppe, die für die Machtdemonstration nutzte, Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Dad's Act zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrührer. Die Großbritanniens melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend. Aufgeräumt, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Albions Mandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Mittel. Trafalgar Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Stimmen. Vor dem Umlauf von Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien der Terroristengruppe DeadSec seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Sich.